Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader zum Mittwoch der Fed. Die USA hat heute einen wichtigen, wichtigen Teil an dem, was an den Märkten passiert. Haben Sie sonst auch immer, aber ich glaube heute, ja, da wird noch mal eine Nummer oben drauf gepackt. Heute Abend der Zinsentscheid. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist viel, 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 viel wichtiger, ist das, was die FED heute sagen wird. Gleich ein paar mehr Worte dazu. Erst einmal, ja, sag ich mal, willkommen allen Live-Zuschauerinnen und Live-Zuschauern. Kurzer Check: Zoom sollte funktionieren. Facebook läuft, wie ich sehe. Das Battle zum ersten hat heute jemand anders gewonnen. <laughs> Herzlichen Glückwunsch. Der Ewald, Jungs, ihr seid echt klasse. Also, wie schon gesagt, wenn jemand Fragen hat, das machen wir wie immer. Bitte einfach rein in die Chats auf Facebook und auf Zoom. Ich gehe gerne auch auf die Fragen entsprechend mit ein. Und wir blicken heute auch auf Öl. Wir sehen es hier im Hintergrund. Ist die Erholung im Öl ein Strohfeuer oder eine neue Rallye ab Richtung Norden, da wo wir zuletzt ja den großen Schub nach unten erlebt haben. Das schauen wir uns mal in den Charts an, welche Chancen wir haben und was der Markt hier aktuell so ein bisschen spielt. OPEC hat ja übrigens auch gestern, glaube ich, Geburtstag gefeiert. Mal schauen, äh, wie oft die noch Geburtstag feiern. Öl. Uh, wird ja nachgesagt, dass es immer, immer weniger uh, Bedeutung für die Wirtschaft haben wird. Der Schmierstoff für die Automobilindustrie, ganz klar, da wird es in Zukunft deutlich weniger. Also wir werden mal sehen, was passiert. Fossile Brennstoffe werden auch immer weniger langfristig zur Energiegewinnung genutzt werden. Zumindest das der Plan. Und damit verliert äh, das Öl immer mehr an Bedeutung auch für die Wirtschaft. Äh, da muss man einfach schauen, wie sich die Ölpreise langfristig entwickeln. Man wird sich sehen, ähm, wie das kurzfristig ist. Das Thema Covid-19 wird auch immer was mit auf den Markt aufschlagen. Und damit gibt es immer wieder schöne Bewegungen im Öl, die wir hier natürlich sehr, sehr gerne morgens mit besprechen. Äh, zuvor. Der Risikohinweis, bitte wie immer, in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir hier weiter in den nächsten Punkt hinein, nämlich das ist das, was wir. Ah, nein, noch! Hä, nicht die Nachrichten! Die Presse hat mir gezeigt, bitte weiß noch mal auf Freitag hin. Trader Spezial. Ich hatte es gestern schon gesagt. Ich sage es aber jeden Morgen mit, dass man es nicht verpasst. Das wird eine coole Geschichte hier. Trader Spezial am Freitag gegen neun. Hier habe ich den Wieland A zu Gast für uns im ja, virtuellen Trading Studio sozusagen mit eingebaut. Er spricht über seinen Trading Stil im Kurzfristigen mit dem DAO. Das wird spannend hier. Das Ganze live am Freitag um 9 Und jetzt kommen aber wirklich die Nachrichten. Ähm, ich werde gerade gefragt, ob ich die Lautstärke erhöhen kann. Wartet mal ganz kurz. Ich probiere es mal aus. Scheinbar kommt der Ton nicht laut genug rüber. Gebt mir mal bitte einen ganz kurzen Augenblick. Ich muss die Pegel mal erhöhen. Ich hatte gestern noch ein zweites Webinar. Äh, und da ist an äh, den Lautstärke-Einstellungen anscheinend was geändert worden. Ich mache das sofort. So. Da haben wir es, das dauert nur ein paar Sekunden, dann ist es da. So, einmal auf Sound geklickt und damit mache ich die Pegel mal ein bisschen höher. Und äh, dann sollte das auch deutlich besser zu verstehen sein hier an dieser Stelle. So, Pegel ab nach oben. Ja, der ist nur noch bei unter 80 gewesen. Bei Zoom ist der Ton okay. Ja, das äh, weiß ich. Da habe ich das auch auf dem Schirm. Das ist ein anderes Mikro. Da sollte das Ganze besser sein. Und ich denke mal, äh, jetzt müsste mich man, man mich auf Facebook auch deutlich besser verstehen. Ich sehe hier die Pegel äh, im Streaming-Tool laufen auch hoch. Danke für den Hinweis. Ich hoffe, jetzt läuft der Ton besser durch. So, wir gehen zurück zu den Nachrichten. Und zwar ähm, interessante Sachen haben wir bekommen aus Japan. Schon wieder gute Nachrichten aus Japan. Und zwar die Handelsbilanz, die ist ordentlich gewachsen. Das ist ein gutes Zeichen, ähm, dass hier auch so Stück für Stück das Ganze wieder Fahrt aufnimmt. Die Briten haben den Verbraucherpreis gegeben, der steht hier bei 0,2 als Zuwachs, ist grün, ähm, weil es sozusagen über der Prognose war, aber hey, das ist nichts, da ist kein Druck da. Das ist aber, denke ich mal, für die Wirtschaft jetzt auch nicht zu schlimm in der aktuellen Situation, dass wir hier keine starken Preisanstiege bekommen. Das nehmen wir einfach mal so hin. Das ist auch etwas, das hat jetzt nicht wirklich extrem starke Auswirkungen auf die Währung bzw. auf den Index, zumindest aus aktueller Sicht. Heute, wie schon gesagt, am Nachmittag das Allerwichtigste, was wir hier sehen, ist die FED. Zuvor bekommen wir die Einzelhandelsumsätze aus den USA, das Ganze um vier. 14.30 Uhr, 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöllagerbestände und dann um 20 Uhr den Zinsentscheid der Fed und im Anschluss 20.30 Uhr die Pressekonferenz und die ist extrem wichtig. Warum ist die so extrem wichtig? Heute noch wichtiger als sonst, weil Paul in seiner letzten Rede äh, gesagt hat, dass äh, sie etwas an ihrer Zinspolitik ändern werden, dass man davon ähm, äh, ausgeht oder beziehungsweise, dass man Änderungen machen wird in Richtung der Zinsprojektionen, dass man auch für längere Zeiten ähm, höhere Inflationen in Kauf nehmen wird, zumindest das der Plan. Ähm, und da wartet der Markt heute genau auf weitere Ausführungen in diese Richtungen. Und das bleibt sehr, sehr spannend und das wird hochinteressant, zumal das hier, was wir heute haben, auch die letzte Sitzung vor der US-Wahl ist. Wir stehen ja auch relativ kurz äh, vor den US-Wahlen. Auch das wird ein sehr, sehr starkes, marktbewegendes, ähm, Ereignis werden. Also hier ist heute einiges an Zündstoff geboten. Und wie man es so immer kennt, man vermutet, dass im Vorfeld bei den Indizes zum Beispiel bis dahin relativ wenig passiert. Da müssen wir mit, mit, mit Leben als Händler, dass da die Spannen klein sind, aber man weiß es halt nicht. Deswegen die intraday händler die werden da doch mal gucken. Wir gucken uns den DAX nachher auch gleich nochmal an. Um mal zu schauen, wo das Ganze hier, sag ich mal, läuft und wie das Ganze einschätzbar ist. Da schauen wir drauf. Wie schon gesagt, neben dem Brent habe ich heute auch noch ein paar Währungen mit. Ich hatte es auf Facebook auch geschrieben, äh, beziehungsweise im Blog. Wir schauen äh, hier auf Australdollar, Schweizer, Franken und US-Dollar, kanadischer Dollar. Das machen wir, aber zuerst starten wir mal mit dem Brand und Brand startet eine schöne Erholung. Im Blog, ich hatte es geschrieben, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen wollen, hier, wir hatten im WTI über diesen Kursrutsch gesprochen, aber wir sind ja hier flexibel bei Tickmill. Wir haben zwei Werte zum Traden da. Wir können das Brand traden, wir können das WTI traden. Das, was uns für charmanter, ähm, ja, sag ich mal, ähm, oder als charmanter vorkommt, ist das, was wir traden können. Und was wir hier sehen im Brand ist einfach der Kursrutsch, Den hat man im WTI ja begleitet von oben nach unten. Das war hier ähnlich äh, zu sehen. Im Brand der Aufwärtstrend, den wir hier hatten, der wurde nach unten verlassen und zwar mit Schmackes hier. Das ganze nahm richtig Fahrt aus hier. Die Umkehr war hier da und dann die Bestätigung nach unten. Und dann ging es halt von oben von top bei 45, 75 runter auf die 39. Und da hatten wir hier in den letzten äh, Tagen so eine Art Bodenbildungsphase, mehr oder weniger das seitliche Niveau. Und Jetzt scheint der Markt nach oben zu wollen. Ich sage das hier mit Absicht noch: Scheint nach oben zu wollen, äh, weil wir das hier in dieser Region auch schon gesehen haben. Oben angelupft und dann wieder abverkauft. Aber aktuell schaut es gut aus, dass die Erholung in die Rallye reingeht äh, und wir den Markt durchaus ein Stück weit nach oben weiterlaufen sehen können. Wir schauen uns das Ganze gleich in der kleineren Zeiteinheit an. Äh, zuvor würde ich gerne noch sagen: Hier, wenn wir das uns auch mal im Tageschart mit anschauen wollen, äh, hier in diesem Bereich, wenn wir nach oben laufen. Wir können gewisse Level natürlich auch im Tageschart mit ablesen. Hier dieser Bereich um die Marke von 42 US-Dollar. Das ist ein erster Anlaufbereich, den wir hier mal haben. Da hat man einen Schwankungsbereich hier in diesem Level um diese Marke ich grob, müssten es die 42 sein hier in diesem Dreh 42 ja genau 42 20 äh, bis 42 50 hier da ist ein größerer Verkaufsbereich die Kursumkehr die große kam wie schon gesagt hier oben das ist das was wir hier an dieser Stelle aus dem Tageschart schon rauslesen können und hier sehen wir halt wie sich so eine Phase auch auflöst ne? und wenn wir uns das Ganze mal anschauen wir können hier zwei Dinge machen zum einen natürlich oben den Deckel drauflegen das ist das eine äh, und zum zum anderen allerdings hier auch im kurzen Bereich diesen äh, Deckel oben, diese fallende Linie. Da kam gestern Abend schon der Weg nach oben sozusagen in Gange ähm, und hat uns vorgezeichnet, wo es hingehen kann. Für diejenigen, die sagen, okay, ich warte jetzt einfach mal ab, ich möchte jetzt äh, die Korrektur nicht treten, sondern ich warte mal ab, dass wir ein Umkehrmuster bekommen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist gerade für die nebenberuflichen Trader durchaus auch interessant, weil, ähm, je nachdem, wo wir aus der Korrektur. Dann herkommen, ist das erste Anlauflevel natürlich hier unten wieder das Zwischentief bei 39, aber wir haben auf der tieferen Seite auch noch Marker liegen, wo wir eine Gegenbewegung hinbekommen können, wenn sich aus dem ersten initialen Schub tatsächlich eine, eine Trendwende, also einen Gegentrend entwickeln sollte. Und da haben wir Anlauflevel da, das wäre zum einen mal hier unten dieses kleine Zwischentief ähm, aus dem Trend nach oben hier um die Marke von 36,45 und dann haben wir hier oben diesen Ausbruchsbereich über dieses Level hier bei 32. 80. Das sind mal Marker, die sind da und durchaus auch beachtenswert. Und wenn wir uns das jetzt mal kurz anschauen wollen, ähm, dann sehen wir in der Stunde, passt auf, ich klicke mal ganz kurz in die Stunde rein, da sehen wir das, was ich gerade auch schon eingezeichnet habe was sich hier in der Historie auch schön entwickeln lässt oder entwickelt hat. Und da sehen wir, wie sich so eine Umkehr entwickelt. Deswegen habe ich meine ganzen Zeichnungen hier jetzt auch mal drinnen gelassen, dass diejenigen, die hier auch noch so ein bisschen, äh, sag ich mal, lernen wollen, äh, hier den Weg nach oben zu finden, wo sowas losgeht. Und dann sieht man hier unten schöne Bodenbildungsphase. Hier unten, das ist das Support-Level, die 39, die ich gerade auf der Tagesbasis auch gesehen habe. Und hier schaut euch das mal an. Hier gab es untergeordnet im zweiten Gang eine, eine weitere, sage ich mal, Bodenbildungsphase. Also hier einfach aufgesetzt hochgedreht, aufgesetzt, hochgedreht, aufgesetzt, hochgedreht, aufgesetzt, hochgedreht, aufgesetzt, hochgedreht. Das ist der Prozess einer Bodenbildung. Das ist die untere Seite. Und jetzt ist das, was interessant ist, nämlich hier, diese Abwärtstrendlinie, dieses Zwischenhoch hier um die Marke von 40 Dollar, da hat der Markt angefangen dran zu trenden, nochmal runter zu gehen und dann nach da oben raufzulaufen. und jetzt nimmt er auch noch dieses wichtige Level hier oben bei 40,92, dieses Zwischenhoch hier raus und das ist jetzt sozusagen auch die, ähm, die Bestätigung, dass der Markt hier wirklich hoch will, weil wir haben jetzt nicht nur hier unten diese Bodenbildungsphasen mit diesem kleinen Aufwärtstrend, sondern wir haben auch im etwas größeren Bild Groß, also das ist jetzt nicht wirklich groß, dieses Bild. Ähm, da sieht man hier in diesem Level, dass der Markt tatsächlich auch nach oben möchte. Und zwar sieht man das durch dieses hier. Also das ist hier im Kleinen passiert, das hatte ich ja gesagt, bis dahin. So, Nummer 1. Wann hatten wir hier den zweiten Trend, der hier ineinander geflossen ist? Das ist das positive Zeichen, also die nächste Bestätigung der Reihen. Und dann, jetzt muss ich aber mal die Farbe ändern, sonst wird es zu <laughs> schwierig. Hier, das ist dann im Endeffekt. Das größere Bild, das ist das, was wir auch schön im Tageschart mit sehen, das ist der Weg nach oben. Und der hat durchaus auch Chancen, weitere Chancen zur Oberseite hin rein zu laufen. Ich raff da kurz nochmal das Bild zusammen. Das wäre zum einen hier das Drehlevel, das hatte ich ja aus dem Tageschart gebracht. Hier die Marke von 42, äh, 42, 20. Hier dieser Bereich, das ist das erste. Und das zweite, was wir hier ohne weiteres sehen können, je nachdem, äh, wie weit das Ganze hier entsprechend nach oben läuft, dass man sich ein bisschen an den Zwischenhochs auch orientiert aus dem Abwärtsschub hier nach unten und das nächste, was wir hier dann haben, ist die Marke von 44,20. Das sind die Marker, die wir hier durchaus zum Trade nach oben sehen können. Je nachdem, wie weit die Gegenbewegung läuft. Wenn es nicht nur eine Gegenbewegung wird, sondern der Markt richtig nach oben will, dann spielt natürlich irgendwann auch diese Marke hier oben bei 45,75 wieder eine Rolle. Da müssen wir uns allerdings ein bisschen ähm, sozusagen ähm, ja, auf die Lauer legen, was hier wird. Auf alle Fälle für die Korrektur haben wir gute Karten nach oben zu laufen. Spannend wird es dann natürlich auch heute Abend, wenn wir oder heute Nachmittag 16:30 Uhr, wenn wir den ähm, Ölmarktbericht bekommen. Das wird eine interessante Hausnummer. Apropos Ölmarktbericht, lasst uns bitte noch mal ganz kurz schauen. Ähm, hier haben wir den von gestern. Wartet mal, hier muss ich mal kurz eins zurückgehen. Dass wir nochmal schauen, gestern Abend haben wir es ja bekommen, den Ölmarktbericht hier, die Öllagerbestände ähm, der API, da gab es einen kräftigen Rückgang, das hat die Ölmarktpreise beflügelt. Mal schauen, was heute bei rauskommt. Also, das bleibt auf alle Fälle sehr, sehr, sehr interessant, was wir hier sehen. Im Öl, die Bullen sind zumindest kurzfristig erst einmal zurück und damit äh, würde ich sagen, äh, dass wir hier auf die Währungen gehen und bei den Währungen wie ich gesagt Austral dollar Schweizer Franken habe ich da US-Dollar, Kandler und dann sehe ich schon äh, noch Anfragen und zwar die Bitte, dass man mal Long äh, beziehungsweise den was haben wir hier Britisches Pfund, US-Dollar soll ich nochmal anschauen. Nun klar, das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, und damit ist gut. So, alles klar. Weitere Fragen haben wir nicht. Das heißt, wir blicken uns die Währung jetzt einfach mal durch. Wer noch Fragen hat, die Zeit ist da, bitte in die Chats auch einstellen. So, wir schauen jetzt auf das Währungspaar. Australdollar, Schweizer Franken haben wir hier, wenn wir uns den Tagesschat mal anschauen wollen, ähm, wir sehen es, was hier momentan passiert. Die Charts im Australdollar sehen ähnlich in Teilen aus. Ähm, was wir hier an dieser Seite haben, ist ein Markt, der scheinbar nach oben will, aber die Entscheidung noch nicht so richtig getroffen hat. Ich mache mal kurz die Trenderkennung hier raus ähm, an dieser Stelle und zoome das Bild mal etwas weiter ran, damit wir hier ein bisschen was sehen. Das heißt, wir haben ja hier äh, im Maße mehr oder weniger eine, Seiten, äh, eine Seitwärtsbewegung. Hier unten eine schöne Bodenbildung äh, um die Marke von ähm, 064 84 85. Und jetzt wird es interessant, die Stelle, wo wir hier stehen, die Verortung. Deswegen gehe ich mal ganz nah ran hier an dieser Stelle. Hier oben, dieser Bereich, wartet mal, ich nehme mal kurz diese Marke hier raus, die stört jetzt ein bisschen in der Analyse. Schaut mal hier oben. Haben wir momentan so ein bisschen den Deckel drauf in diesem Bereich. Also, das ist jetzt aktuell so ein bisschen das Widerstandslevel. Das kommt auch ein bisschen was aus der Historie hinten raus. Also, wenn man das Ganze nochmal etwas zusammenrafft, dann sieht man es, dass dieser, dieser Bereich hier äh, durchaus ein Drehpunkt ist. Ne? Hier sind wir einmal rangelaufen, dann nach unten. Was mir persönlich jetzt hier gefällt, ist, wenn wir uns diese gesamte Korrektur mal anschauen wollen. Also, ich zeige es mal ganz kurz, was ich damit meine mit der gesamten Korrektur ähm, dieser oder mit der gesamten Phase, sagen wir es mal so. Dass wir einfach sagen, schaut euch mal das hier an, dieses Level hier sozusagen Nummer 1, dann dieses Level hier Nummer 2, und das dritte ist das hier, so und da sehen wir sozusagen, dass wir so eine Art äh, Kontraktionsmuster haben, ähm, das sich momentan unter diesem Level hier oben bildet. Und das ist interessant, das könnte so ein Sammeln sein, ähm, Kraft sammeln vor dem nächsten Ausbruch zur Oberseite hin. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Deswegen ist Australdollar, Schweizer Franken hier heute wirklich nochmal auf der Uhr, die wir hier haben. Da können wir charttechnisch auch ein bisschen was einzeichnen. Schaut mal hier oben, ähm, der Markt läuft hier in ein Dreieck rein. Und wenn wir mal sehen, dass wir hier, ähm, sag euch mal, in den letzten, in der letzten Zeit seit März sozusagen eher aufwärts gerichtet sind und wir hier eine sehr, sehr hohe Konsolidierung sehen, haben die Bullen durchaus die Chance, nach oben zu laufen. Und im Kleinen wäre das zumindest zunächst erstmal der, der Ausbruch hier oben über dieses kleine Zwischenhoch, schauen wir uns gleich auch im, im Stundenchart mal an, ähm, um die Marke von knapp 0, äh, äh, ja grob gerundet 67. Das wäre das kleine und im größeren Bereich wäre es dann der Weg nach oben hin hier in dieses Level rein, wo wir aktuell halten hier oben in diesem Bereich um die ähm, ja, 66,9. Also hier die 066 knapp 6 und hier oben die 066,9. Ähm, das sind so diese Marker, die wir da oben liegen haben, auf dem Weg Richtung den Hochs hier oben äh, zur genannten 67,4, die wir da haben. Und dann ist der Weg nach oben halt auch noch freier. Das heißt, wir haben halt ein bisschen Potenzial auch noch zur Oberseite dass man nicht sagen muss, okay, hier oben kommt dann nichts mehr. Nein, wenn es tatsächlich hier oben drüber geht, setzt sich halt auch diese größere Aufwärtsbewegung hier fort, die schon seit geraumer Zeit hier konsolidiert. Und das ist wirklich eine interessante Story, die man durchaus auch auf der Uhr haben kann. Ähm, zumal, wenn wir hier wirklich diese 67.4 rausnehmen, der Weg nach oben hin relativ frei ist. Und wenn man es rausnimmt, hat man halt direkt auch hier ähm, diesen Bereich raus, hier diesen, diesen Bereich hier unten, wenn es da tatsächlich reingeht in diese Phase sozusagen, dass man oben drüber läuft. Man kämpft halt momentan immer noch mit ein bisschen mit diesem Verkaufsbereich, den wir hier hinten gesehen haben. Und die Konsolidierung oben drüber, das wäre wirklich das schöne Signal, dass der Markt tatsächlich oben hin will. Und das schauen wir uns jetzt mal eben kurz noch im kleineren an. Und da sehen wir nämlich hier das Dreieck, was ich gerade genannt hatte, in der Konsolidierung sozusagen, wo der Markt hier im kleinen schon anfängt nach oben zu trenden. Und das ist ja das Schöne. Hier mal der größere Zeitraum, da läuft der Markt natürlich noch noch im Abwärtstrend, aber wenn wir hier drüber rausgehen, dann dreht sich der Markt um. Und das sehen wir, wenn wir uns den kleineren Zeitrahmen mal anschauen wollen. Wir sehen es ja, wie der Markt jetzt hier unten schon rauskommt und anfängt nach oben zu trenden. Und der Ausbruch aus diesem Dreieck, also über die Linie oben rauf, das wäre mal. Das initiale äh, Signal, also trendtechnisch sieht das Ganze dann so aus, dass man den Trend auch im Hinterkopf hat. Also das Ganze hier läuft stöhn nach oben, Stück für Stück, hier oben raus. So, das, das wäre dann der Ausbruch oben hin. Und wenn das optimale Bild dann so ausschaut, wäre dann genau das ähm, die Entstehung gewesen, der aufwärts oder ist dann die Entweder der Aufwärtsbewegung und das gibt dann den Raum frei. Erst einmal oben hier. In dieses markierte Widerstandslevel äh, bei 0669 und darüber ist dann der Weg frei zur Chart-Oberseite. Das ist das, was ich sozusagen in dem Tag bzw. in den längeren Zeitrahmen gerade auch gezeigt habe. Und das ist der Charme. Dieser Konsolidierung zur Oberseite hin. Die Unterseite spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich halte mal kurz um in den 4-Stunden-Chart, dass wir die Historie ein bisschen schöner sehen können. Die Unterseite spielt natürlich eine Rolle. Also, wenn wir hier, sollten wir hier die Ausdehnung nach unten weiter bekommen, also das heißt, dass sich das Dreieck weiter zuspitzt, heißt das noch längst nicht, dass die Long-Situation vom Tisch ist. Aber damit steigt natürlich die Gefahr, dass wir hier diesen Bereich um die 0,65,9 wieder aus dem Markt rausnehmen. Und das wäre sozusagen dann ähm, der Punkt, wo man sagen muss, wie geht es hier weiter und da sehen wir mit dem Thema Weitergehen hier dieses Level. Diese ist jetzt aktuell eine Unterstützung, wir haben es gesehen, die hat in der Vergangenheit schon einige Male sozusagen an Bedeutung gehabt, erst als Widerstand, jetzt ist es eine Unterstützung, wenn wir das brechen, dann müssen wir die Unterseite anschauen und dann sehen wir hier auch schon im kleineren Schadverlauf, dass wir Anlaufpunkte haben und das nächstgrößere Level wäre mal hier unten, so grob die 0648 bis 649 hier in diesem Drehbereich. Also die Marker haben wir unten, aber es schaut sehr charmant für die Longseite aus. Wir müssen einfach nur schauen, was der Markt hier spielt. Und damit schalte ich rüber auf das auch schon das ein oder andere mal besprochene Währungspaar US-Dollar. Kanadischer Dollar. Hier erst einmal auch wieder mit Blick auf den Tageschart und die ausstehende Entscheidung, wie es hier weitergeht. Wir haben ja gesehen, der Markt ist übergeordnet abwärts gerichtet. Wir haben allerdings, ähm, das hatten wir in der letzten Besprechung ja schon mal beleuchtet, unten am Tief hier unten raus etwas über dem größeren Supportbereich. Die Umkehr bekommen nach oben. Das heißt, wir laufen jetzt in die Korrektur rein oder sind in die Korrektur reingelaufen und zwar auch ordentlich mit Schmackes. Wenn wir uns mal ähm, diese Tageskerze hier anschauen, die kam ordentlich mit Dynamik raus, als wir diesen Verkaufsbereich hier unten rausgenommen haben. Und da sind wir sozusagen direkt reingelaufen. Hier, ich ziehe es mal einfach ein Stück nach oben, das Ganze hier in diesen anderen Verkaufsbereichen, diesen höheren Bereich, als sich der Trend hier nach unten sozusagen fortgesetzt hat, also das mal den, den Trend, der übergeordnet ist und hier mal den kleineren Zeitraum, also als es hier der Rutsch in diesem Bereich zur Fortsetzung gab, den haben wir direkt angelaufen und dort erst dort kam es sozusagen äh, hier dazu, dass der Markt abgeprallt ist und nach unten reingelaufen ist, ja? Und das ist jetzt interessant, wie es hier weitergeht, weil da haben wir auch wieder die zwei Richtungen offen an der Stelle jetzt, wo wir sind, und zwar die Long Richtung und die Short Richtung und beide Richtungen sind es wert, einmal angeschaut zu werden, weil wir hier an dieser Stelle, wartet mal, ich nehme mal kurz die Trenderkennung raus, weil wir hier an dieser Stelle jetzt in einer, sage ich mal, Phase sind, die durchaus den Charme hat, dass man auch nach oben laufen kann, ja. Und hier haben wir die Entscheidungsmarker. Erst einmal auf der Oberseite, schaut mal hier, da ist aktuell um die ja, 1.3208 so grob über den Daumen der Deckel drauf und von unten sehen wir leicht steigende Tiefs. Das ist ein Zeichen, dass der Markt früher in, äh, die, in die Kaufpositionen rüberrutscht. Und wenn wir uns das mal auf Stundenbasis anschauen wollen, dann können wir das sehr, sehr schön sehen, dass wir hier wirklich nach oben rauflaufen. Na, es wird hier in dieser Phase zwar mal ein bisschen ruppig das Ganze zu sehen, aber wenn wir uns mal das große Bild hier anschauen wollen, hier, da gab es den Weg nach oben, auch leicht getrennt das Ganze dann den Weg nach unten und das ist jetzt wieder das nach oben und das ist der Charme, der hier drinnen steckt, durchaus die Chance zu haben, halt zur Oberseite reinzulaufen und weiter nach oben in die Gegenbewegung dieses vorangegangenen starken Ab Ab Abverkaufs reinzugehen und wir sehen hier im kleinen Bild auch schon direkt sehr sehr schön, ähm, was hier passieren kann der Weg nach oben ist nämlich hier nicht einfach begrenzt, sondern hier wenn es tatsächlich hier, ich ziehe diese Linie mal kurz noch ein bisschen besser ran, so, also dieses Level hier die 132 ist es jetzt hier. Da ist der Weg hoch. Schaut euch das mal an. Hier oben haben wir das nächste Zwischenhoch in Basis äh, der Stunde, ja? Und das ist durchaus interessant hier an diesem Punkt das Ganze mal mit raufzunehmen, oben die Marke von ungefähr 132 knapp 6. Das ist sehr, sehr interessant. Deswegen sollten wir das drauf haben. Auf der Longseite, wie ich schon gesagt, wird es wirklich interessant über 1,32. Die Shortseite müssen wir natürlich mit betrachten. Wenn wir tatsächlich hier von dieser Stelle oben nach unten laufen, dann haben wir die Marker da liegen in kurzfristigen Bereich natürlich erst einmal hier der Schwungbereich hier unten um die 1,31 knapp 42 und dann hier unten dieses Level um die 1,31,2. Das sind Marker, die wir hier auf der Unterseite durchaus auf der Uhr haben können. Und wenn diese Punkte fallen, wäre das einer Umkehr gleichzukommen. Und das wäre dann hier die Korrektur sozusagen auf Tagesbasis zu beenden. Und dann, ich zoome es mal kurz näher ran, hier wieder runterzulaufen. Das heißt, das wäre dann in der Basis, wenn wir uns das Ganze mal ähm, durch die Chartanalyse analyse laufen lassen, hier. Das wäre jetzt der korrektive Aufwärtstrend, den wir hier untergeordnet laufen haben. Und wenn es dann wieder nach unten geht, das heißt, wir echt die Dämme unten runterbrechen und wir unter die 1,31,2 fallen, das wäre dann das, dieses Level. Das wäre die Umkehr und das ist dann das Szenario, dass wir uns durchaus wieder deutlich zur Unterseite bewegen können. Also, das bleibt sehr, sehr spannend. So, jetzt kommen wir mal zu den Währungspaaren US-Dollar, britischer Pfund. Schauen wir uns an und dann. Ach herrlich, nein, ich glaube das nicht, Leute. <laughs> US-Dollar, südafrikanischer Rand. Den habe ich in meiner Analyse in den letzten Tagen äh, in meinem Research auch immer mal so ein bisschen auf der Uhr gehabt. Da das sind so die Nebenwährungspaare, ähm, die man immer mal betrachten kann. Aber schön, dass hier mal nachgefragt wird. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern solche Dinge hier äh, auch interessant sind. Aber ich denke mal, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand schauen und die vielen guten Möglichkeiten hier bei Tigma mit nutzen wollen, sollten wir uns auch das mal anschauen. Ähm, ich gucke mir US-Dollar-Südafrikanischer Rand gleich noch mit an zuvor. Ähm, der Blick auf das Cable. Das hatten wir ja schön ähm, auf die Oberseite mitgenommen. Und jetzt, liebe Leute, scheinen wir aus der Korrektur ähm, wieder rauszukommen. Also hochinteressant, was hier momentan passiert. Äh, ich freue mich, äh, wie gut wir dieses Währungspaar auch hier erwischen konnten und wie gut die Charttechnik hier funktioniert. Wir haben es gesprochen. Hier unten, schaut euch das mal an, das Level um die Marke von, ich muss es jetzt mal ganz kurz in den Vordergrund bringen. Damit alle sehen hier die Marke um die 1,28. Naja knapp 1 hier. Dieses Level war das große Kauflevel. Hier sind wir abgestürzt bis unten rein und jetzt kommt echt die Umkehr rauf und das ist echt eine richtig coole Sache, weil erstmal hier unten um die 1,27, 8 bis 7 haben wir eine schöne Bodenbildung gehabt und jetzt sehen wir hier ein Umkehrmuster. Das war die große starke erste initiale Umkehrkerze. Seitdem pendelt der Markt hier so ein bisschen rum, steigt aber ziemlich steil an. Und das wird jetzt echt eine richtig interessante Geschichte. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Ähm, da haben wir nämlich das Ende des Abwärtstrends, ist eingeläutet. Und jetzt ist es halt wichtig, dass wir nach oben laufen. ja, Da gibt es noch keinen sauberen Aufwärtstrend. Der kommt erst noch, wenn wir hier über diese 1,29,25 drüber laufen. Also sozusagen hier diese Marke unten. Ich klaue jetzt einfach mal die Aufwärtstrendlinie hier. Wenn wir das nach oben vorziehen, dann vollendet sich das Dreieck hier nach oben hin und der Ausbruch dort oben drüber, der könnte durchaus einen Krawall nach oben machen, dass wir die übergeordnete Trendrichtung wieder aufnehmen. Das heißt, wenn wir uns das nochmal im Tageschart anschauen, dass wir wieder hochlaufen. Erste Mal in Richtung dieses Bruchlevels hier oben 1,30 bis 1,35. Das ist durchaus eine interessante Story für die Longseite. Und die Chancen Stehen hier an dieser Stelle gar nicht mal so schlecht. Ich zeichne auch gleich mal kurz ein, warum. Also hier der höhere Zeitrahmen, wir sehen es, ist natürlich erst einmal der Druck nach unten geschuldet, jetzt hier abwärts gerichtet, aber jetzt zeichne ich das Ganze mal mit der Hand, um zu zeigen, worauf es mir ankommt. Schaut mal hier, das ist das letzte Stückchen Abwärtstrend hier unten, da. Nochmal ein Korrekturhoch, nochmal unten die alten Tiefs rausgenommen und dann ist der Markt angefangen nach oben zu drehen. Und das ist jetzt hier der Schub nach oben. Einmal, zweimal und jetzt ist es halt wichtig, dass wir tatsächlich drüber laufen. Das wäre wichtig und das ist eine spannende Story. Anlaufpunkte haben wir ebenfalls einige für die Planung da. Wenn es hier drüber geht, schaut euch mal hier: Zwischenhoch Nummer 1, Zwischenhochlevel Nummer 2 und dort oben dann schon hier. Der dritte Bereich mal weit gefasst. Also, das sind durchaus gute Potenziale auf der Longseite drauf. Und wie schon gesagt, das Umkehrmuster auf Tagesbasis. Es ist ein bisschen zäh, wenn man es mal so sieht. Ja, es ist ein bisschen stark volatil, wenn man sich die Kerzen mal anschaut. Ähm, aber ich sage mal, wenn wir tatsächlich hier über die 1,2925 drüber fliegen, haben wir wirklich gute Karten, die Oberseite anzulaufen. Und dann wird es wirklich sehr, sehr spannend hier. Zunächst dann erstmal Richtung der Marke von 1.30. Also, das ist eine interessante Sache. So, und damit schauen wir uns das Ganze jetzt mal im US-Dollar-Südafrikanischen Rand noch an. Ich glaube, den habe ich als Chart hier drinnen gar nicht offen. Den muss ich mir so aufmachen. So, da ist er. Einfach draufklicken. Dann neues Chartfenster wählen und Tata haben wir es da. So. Hier haben wir einen, Was ist da? 15 Minuten Chart. Ja gut, den brauchen wir jetzt nicht. Wartet mal, Leute. Ich mache mal kurz den Handelsmodus aus. Dann hatten wir das hier. Und damit gehen wir jetzt mal erst einmal zumindest in den Tageschart. Und wir sehen es hier. Eine schöne Bodenbildungsphase. Ich mache mal ganz kurz noch die Woche an, damit wir sehen, wo wir hier stehen. Und schaut mal, der Punkt, wo wir hier stehen, ist der Dreh, die Drehphase von hier drüben. Ja? Also hier sind wir ja. Runtergekommen und da hat der große starke Abverkauf stattgefunden. Also, dieses Level hier unten ist eine starke Marktrelevanz hier in diesem Bereich. Ja, wenn wir das mal sehen wollen, ich mache das mal eben ganz kurz grün. Das ist momentan der große Supportbereich und hier wird es echt richtig interessant, was passiert, was der Markt hier rausholt, weil wir sehen es hier. Das ist jetzt mal kurz der Wochenchart, den wir hier haben. Ähm, wir haben hier die Abwärtsrichtung da. Wartet mal, ich zeige es mal ganz kurz rein. Also, hier der Abwärtstrend, den wir haben. Das ist das, was wir untergeordnet sehen. Ich skizziere das jetzt einfach mal ganz kurz an. Ne? So, das war sozusagen die Sache nach unten. Und jetzt stehen wir hier an der Sache, wo der Markt angefangen hat, zumindest ein bisschen hochzulaufen. Und hier sollte sich jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Ob wir von unten die Chance haben, aus dem Supportbereich umzukehren und nach oben zu laufen. Oder ob wir das nächste Kurslevel anlaufen, das nächste Ausbruchslevel zur Unterseite. Das heißt, der nächste Support, den wir hier haben auf Wochenbasis, ist mal hier dieses Ausbruchsband. Ich ziehe es mal kurz ein bisschen enger, dass es nicht zu straff wird. Also hier irgendwo dieses Level hier unten. Ne? Da klemme ich mal kurz die Zähler dran. Also hier grob un etwa die 1546. Das ist interessant. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz mal eben noch auf den Tag an. Das heißt, äh, hier sehen wir im Stunden, äh, im, im ebenfalls die Chance einer Bodenbildung. Das ist das, was ich gerade auch auf der Woche auch angekündigt hatte. Das hier war der Abwärtstrend sozusagen. Und hier sind wir erst Mal drüber gelaufen über dieses ehemalige Zwischenhoch, ja, dieses Level hier. Und das ist natürlich jetzt, wie man es so schön sieht, ein Widerstandsbereich. Der ist da. Ähm, da ist der Markt dran gelaufen. und jetzt wird es halt interessant, was hier passiert. Momentan sieht dieser Markt wieder megamäßig schwach aus. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, wir sehen es im Kleinen, der Markt Trendet hier wirklich nach unten. Hoppala, das will ich nicht in Rot, ich will das Ganze in Rot. So, also hier, schaut mal, dass der Druck nach unten. Untergeordnet kann man das durchaus noch ein bisschen feiner machen, aber wir sehen es halt hier, der Markt ist hier schon wieder am nach unten trenden Und jetzt kommt es wirklich drauf an, gibt es hier wirklich eine Bodenbildung oder fliegt der Deckel nach, also fliegt der Boden unten weg? Und das ähm, wird hier und jetzt entschieden, fallen wir nämlich hier unter diese alten Zwischentiefs drunter, hat sich das Thema Bodenbildung absolut erledigt. Dann haben wir den Rutsch nach unten, den Schwung nach unten fort. Ja, und dann stehen die Chancen für die Bären deutlich besser als für die Bullen. Und wie schon gesagt, wenn man mal schaut. Wie weit der Markt nach unten Platz hat, hier das nächste Level, wenn wir hier unten oben die 1, 16 die 16,40 in etwa rausnehmen, das wäre dann das Schutzszenario sozusagen, hier in den Markt nach unten reinzugehen. Und wer das Ganze noch ein bisschen kleiner haben will, da gehe ich mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Da sehen wir es auch hier, diese Phase. Hier ist jetzt aktuell noch wirklich nichts entschieden. Wir sind hier schon mal raufgelaufen. Und dann gab es die Korrektur. Wir haben hier einen Mehrfachboden gehabt. Dann gab es den Weg nach oben. Und das Ganze könnte sich jetzt hier auch wieder sozusagen etablieren. Das heißt, das ist etwas für äh, die Watchlist auf dieser Seite. Aber auf alle Fälle, die Chancen für die Longseite sind genauso da wie für die Schurzseite. Wenn es hier zur Umkehr kommt, die Longseite, da haben wir schöne Anlauflevel, auch oben drauf hier die Marke von äh, 16,94 bis hier unten bis 17,45 beziehungsweise hier die 10 im kleinen Bereich und im größeren Bereich dann wie schon gesagt oben rein hier über das Zwischenhoch oben drüber, das ist die Marke hier oben. Das wäre dann der Punkt, dass man eine große Umkehr kommt und der Tag entsprechend schön nach oben läuft. Das wird sich entscheiden, wie der Markt sich hier unten verhält. So, das hätten wir da und dann hatte ich gesagt, schauen wir noch mal eben kurz auf den DAX mit drauf. Das machen wir natürlich auch, den DAX sozusagen heute vor der Fett, und wir sehen den DAX hier im Stundenchart, wie er auch gut nach oben läuft. Wir wollen allerdings erst einmal kurz den Tag sehen. Da muss ich mal größer zoomen, dass wir es schaffen, hier das alles anzuschauen. Ich mache euch mal kurz die Marke hier raus, dass wir ein bisschen besser was sehen können. Also gestern äh, sozusagen der DAX erst nach unten, dann hat er sich wieder ein bisschen erholt. Setzt sich diese Erholung jetzt fort, haben wir gute Chancen zur Oberseite hin. Hier oben das Tageshoch von gestern ähm, um die 13.260 Punkte Marke. Das wird interessant. Wenn das nämlich wegfliegt, dann haben wir gute Chancen, zumindest erstmal wieder auf, die obere, auf das obere Ende äh, des aktuellen Schwankungsbereichs raufzulaufen. Also hier die Marke von 13.300 Punkte wieder anzutesten. Ich hatte es ja auch gestern, glaube ich, gesagt. Wir haben aktuell den kleineren Schwankungsbereich hier oben. Ich ziehe es mal kurz oben ran. Die 13.300 und unten der leichte Boden um die 13.100. Und das ist momentan so das kleinere Schwankungslevel, das wir jetzt hier haben. Wenn der Deckel oben rausgeht, dann haben wir Chancen, Richtung Allzeit hochzulaufen. Ansonsten erst einmal hier so ein bisschen die Range, die wir hier da haben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal noch im kleinen Bild mit anschauen wollen. Hier an dieser Stelle, da sehen wir dieses Hin und Her geschwinge und das könnte durchaus auch heute den Tag bestimmen, wo man einfach sehen muss, was hier kommt. Wenn wir ein bisschen Euphorie bekommen oben rein bis 13.300 und dann wieder Schwäche reinkommt, das wäre dann interessant, von der Oberseite Richtung Unterseite zu traden. Das hat die letzten Tage immer gut funktioniert, genauso wie es gut funktioniert hat, von unten nach oben zu traden. Was nicht so gut funktioniert hat, war, von der Mitte aus irgendwas zu machen und da ist es jetzt halt sehr, sehr interessant. Die Mitte hat immer für eine gewisse Richtung gesorgt. ja, Und das ist halt etwas, dieses Hin- und Her-Schwingen sehen wir jetzt hier seit vielen Kerzen. Aber wenn der Markt sich hier mal kurzfristig, wie ich schon gesagt, für eine Richtung, zu einem der beiden Range-Extreme bewegt, da wird es dann interessant. Was passiert, und da kann man sich sehr, sehr schön auf die Lauer legen. Wen das interessiert, was jetzt hier interessant ist, schaut, ich zeige es euch nochmal ganz kurz im kurzfristigen Bereich hier oben. Die 13.260, das Vortageshoch sozusagen. Wenn es da drüber geht, dann haben wir gute Chancen, auf die Range-Oberseite drüber zu laufen. Und ansonsten, wenn es hier unten rangeht, wir sehen es hier unten. Das wäre mal die Fortsetzung des Ganzen nach unten hin. 13.171 Zähler haben wir hier in etwa. Das ist die Unterschreitung, also das, der Drehpunkt ums Median. Und wenn das abverkauft wird, haben wir hier so einen kurzfristigen Hierarchiewechsel. Weil wir haben ja gesehen, hier in den letzten vielen Stunden wurde von unten immer wieder aufgekauft. Und wenn jetzt plötzlich abverkauft wird, das wäre dann der Punkt, dass man durchaus etwas weiter nach unten laufen kann. Das schauen wir uns an. Es bleibt spannend. Und an dieser Stelle schaue ich nochmal kurz in die Fragefelder. Fragen sind hier keine. Wir bekommen hier gerade noch äh, in Zoom ähm, noch die Information reingestellt, äh, dass wir über den VTAD, TIGML sponsert den VTAD ja auch. Ich bin auch dort in der nächsten Zeit etwas aktiv. Da, da bin ich in Berlin beispielsweise im Oktober ähm, am, ich glaube, am 18. Oktober war es gewesen. Wartet, Leute, lasst mich mal kurz auf meinen Kalender schauen. Ähm, da habe ich einen, einen Termin in Berlin direkt. Da kann man mich live. Erleben. Jetzt muss ich bloß kurz, kurz checken, das ist hier am VTAD Berlin Donnerstag, der 15. Oktober, schon mal in Ankündigung sozusagen. Und äh, das Ganze gibt es wie schon gesagt mit mir in Berlin. Und wer im Raum Stuttgart wohnt, danke ähm, Andreas für die Information. Da ist am 17.09. ein Seminar zum Thema Ishimoku. Also, das ist auch eine Präsenzveranstaltung. Wer dort im Raum ähm, wohnt, gerne einfach für anmelden. Das kann man gut und gerne nehmen. Das ist immer wieder interessant, sich mit einem oder anderen Trader mal auszutauschen. So, damit wäre auch das besprochen. Danke für die Info und ich sage allen einen guten, erfolgreichen Handelstag. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin, allen eine gute Zeit. Tschüss und danke fürs Zuschauen.